Herzlich willkommen, liebe Waage, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 21. bis 27. Januar 2019 und wir schauen, welche Energien in dieser Woche für dich vorherrschen, was du nutzen kannst, was vielleicht nicht so gut ist, und du schaust, ob das in deine Situation passt und du diese Dinge, wie gesagt, für dich wirklich nutzen kannst. Wenn das nicht passt, dann mach es bitte auch nicht passend, weil das wäre nicht gut. Das würde dir auch nicht weiterhelfen. Wichtig ist, wie gesagt, dass es dich inspiriert und natürlich anspricht. So, wir schauen mal, welche Energien von außen auf dich zukommen. Und denk dran, was du daraus machst, ist natürlich deine Entscheidung. Von außen haben wir das Ass der Münzen. Das ist Energie und Sicherheit, Stabilität. Das ist praktisch, ja, von außen da. Also die Menschen um dich herum fühlen sich stabil, sicher und ja, sind auch sehr strategisch, also können damit auch umgehen. Also das ist so eine Energie, ich habe viel erreicht und ich liebe das. Wer möchte das nicht? Wir haben hier die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist. Und natürlich den möglichen Ausgang in dieser Woche. So, meine Lieben, als nächstes schauen wir nach den Wochentagen. Und da ist es genauso. Du schaust, was für dich passt, was vielleicht nicht passt. Du musst dich dann natürlich wohlfühlen und auch wiederfinden. Und es muss auch nicht genau der Tag sein, der gelegt wurde. Wir wollen natürlich auch gucken, was zeigst du nach außen? Welche Energie lässt du nach außen dringen oder wie präsentierst du dich deiner Umwelt? So, schauen wir. Da haben wir die 3 der Kelche. Du bist in Feierlaune. Das ist ja schön. Feierlaune, also hoch die Tassen und ja, das passt ja gut zu dieser Energie, dass Menschen in deinem Umfeld viel erreicht haben. Sehr schön. Dann gucken wir mal nach den Wochentagen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Wir beginnen natürlich wie immer mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du dich selber siehst. Und da haben wir die Herrscherin. Das ist das pure Weibliche. Das ist Fruchtbarkeit, aber nicht nur im Sinne von Schwangerschaft, das natürlich auch. Aber auch Projekte, Dinge, ja, so die mütterliche, weibliche Seite. Und das ist natürlich auch bei den Herren der Schöpfung so, dass sie sich kümmern, dass sie liebevoll sind. Ja, und natürlich ihre Projekte wollen sie ja auch vorantreiben. Sie wollen Erfolg haben. Klar, verstehe ich. Der Wunsch in dieser Woche ist der Hohepriester. Die Intuition. Vielleicht ist das auch ein Austesten. Passt die Intuition? Klappt das wirklich? Testet es ruhig aus, ihr werdet überrascht sein. Das, was so in deiner Magengegend grummelt manchmal, stellt sich nachher oder nachhinein meist auch als richtig heraus. Wenn du dem nicht nachgehst, dann wirst du das aber im Nachhinein feststellen. Und wenn du dem nachgibst und deiner Intuition folgst, wirst du sehen, was sie dir sagt. Das sind so Eingebungen wie, nimm den Schirm mit, das ist ganz profan. Und du wirst nachher sehen, es regnet, zum Beispiel. Du musst nur lernen, es zu hören, es wahrzunehmen. So, Hoffnung und Ängste. König der Schwerter. Du bist ein König der Schwerter. Ob jetzt weiblich oder männlich, spielt keine Rolle. Das ist sachliche Energie, das ist die Wahrheit sprechen, auch sehr deutlich die Wahrheit sprechen. Vielleicht möchtest du das und das ist die Hoffnung, oder es ist ein Vorgesetzter, jemand, der dir etwas sagen könnte, was dir nicht gefällt. Beides ist möglich. Was ist denn gut für dich in dieser Woche? Das ist die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen bedeutet, ja, sich so ein bisschen zurückzuziehen, auszuschließen, aber nicht bösartig, sondern einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, die Leute zu beobachten, die Dinge zu beobachten. Das ist manchmal sehr interessant. Vielleicht auch Dinge zu überdenken zum Beispiel.
Das ist Erdenergie, das ist auch, ich sag mal, positiv im Sinne von, wie kriegen wir das ans Laufen, wie machen wir das am besten, so ein bisschen so mit sich selbst ausbaldowern. Dann haben wir was nicht so Gutes. Und da haben wir die zwei der Schwerter. Unentschlossenheit, eine Entscheidung nicht treffen wollen, wäre in dieser Woche halt nicht so gut. Dann haben wir als Ausgang die drei der Kelche. Das ist ja deine Energie. Und wie es aussieht, ist das auch ganz gut so. Also gesellig, ne? Erstmal ziehst du dich zurück, machst deine Pläne und dann gehst du feiern. Wenn du sozusagen mit dir im Reinen bist oder wenn du Dinge ans Laufen gebracht hast, für dich persönlich. Wir haben den Montag. Der Montag ist die Zwei der Schwerter. Das ist die Unentschlossenheit. Die Zwei der Schwerter ist auch manchmal so, nicht so raus wollen mit der Sprache. Wenn du nicht genau weißt, was du sagen willst oder dir nicht sicher bist, ob du das sagen möchtest, dann lass es. Wenn du aber eine Entscheidung treffen sollst, die wichtig ist, relevant ist auch für dein Gegenüber oder für andere, dann ist das ein Muss. Ja? Wir gucken gleich nochmal. Am Dienstag haben wir das Gericht. Das heißt, du beurteilst die Dinge. Du beurteilst das, was bisher war. Du beurteilst das, was du machen willst, aus deiner Perspektive. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, müssen wir gleich schauen. Dann haben wir die 10 der Kelche. Ich glaube, es war gut. Die 10 der Kelche ist der volle Zyklus. Du weißt, dass es dir gut geht, du fühlst dich wohl, angenommen. Deine Gefühle sind hundertprozentig dabei, das ist Familie, alles im Gleichgewicht, so wie du es am liebsten hast. Dann haben wir den Donnerstag, den Prinz der Stäbe. Da haben wir den Ritter der Stäbe, Leidenschaft, also das ist eine kurzweilige Leidenschaft, die halt nicht lange anhält. Also sollte man da jetzt auch nicht so viel Energie investieren. Man kann vielleicht einen Moment was leidenschaftlich genießen, aber dann ist es auch wieder vorbei. Am Freitag haben wir das Ass der Stäbe. Da ist schon mehr Leidenschaft drin. Vielleicht hast du auch erst gedacht, das wäre nur so vorübergehend und ne? Aber da haben wir mehr Leidenschaft. Das ist sogar ein Neubeginn in Sachen Leidenschaft. Klingt schon mal sehr gut. Am Samstag haben wir das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals dreht sich in deine Richtung und damit hast du Glück, Unterstützung. Jupiter ist unterwegs für alle Sternzeichen, hauptsächlich natürlich für den Schützen, aber hier natürlich auch für dich. Am Sonntag haben wir die 9 der Münzen. Unabhängigkeit, du hast ja schon viel erarbeitet und du möchtest natürlich auch noch weiterkommen. Die 9 der Münzen ist oft auch die Single-Karte. Kann sein, dass du Single bist, wenn du in einer Partnerschaft bist, ist das wahrscheinlich so die geschäftliche Seite. So, und da agierst du halt nach Gutdünken und musst auf niemanden großartig Rücksicht nehmen wahrscheinlich. Ja, also da bist du schon recht frei und unabhängig. So, beginnen wir nochmal von vorne mit der Herrscherin, wie du dich fühlst. Da haben wir das Gericht und die 9 der Stäbe. So, wir sehen aber auch, dass du die Situation beurteilst, wie sie ist. Du fühlst dich wohl, du hast viel erreicht, du bist erfolgreich, aber du siehst, dass du dich ausruhen musst. Die 9 der Stäbe bedeutet, du hast ein Ruhebedürfnis. Ja? Man kann sich nicht ständig auspowern und keine Ruhephase einlegen. Das ist unbedingt notwendig. Das wird dir auch dein Bauchgefühl sagen, das du dir ja so wünschst. Kommunikation. Das heißt, vielleicht verschaffst du dir Informationen, wie das funktioniert mit der Intuition und vielleicht probierst du es aus. Wir haben den Bube der Kelche. Vielleicht jemand, den du magst, jemand macht dir ein liebevolles Angebot, die Sache mal zu testen. Ja? Oder du hast ein Bauchgefühl einer bestimmten Person gegenüber. Könnte ein Wasserzeichen sein. Das wären Krebs, Fisch oder Skorpion. Hoffnung und Ängste. König der Schwerter. Hierophant, Institution. Und Herrscher. Ich glaube, es geht darum, in allen Bereichen
die Oberhand zu gewinnen oder zu haben, zu behalten und die Dinge im Griff zu haben. Das ist dir sehr wichtig. Das ist deine Hoffnung. Ich glaube, das schaffst du auch ganz gut. Aber wir haben gut für dich wäre auch mal, dich mal zurückzuziehen, über das ein oder andere nachzudenken und auch mal andere tun zu lassen. Wir haben die 7 der Schwerter und die Herrscherin. Weißt du, wenn du mal die Dinge schleifen lässt oder wenn du dich mal zurückziehst mit den 7 der Schwerter, dann ist das auch okay. Ja, es läuft trotzdem alles weiter. Du bist nicht unersetzbar. Das heißt nicht, dass man auf dich verzichten möchte, sondern dass du dir deine Ruhepausen gönnen musst, damit du so produktiv bleibst, wie du bist. Und die Herrscherin und die 7 der Schwerter könnte auch bedeuten, wenn du dem nicht nachgibst, ja, dann könnte dir die Kraft verloren gehen. Du kannst dich da eine Zeit lang durchmogeln, aber nicht permanent. Nicht gut für dich ist die Unentschlossenheit. Da machst du dir um irgendwas zu viele Gedanken mit den 8 der Schwertern und musst doch eine Entscheidung treffen. Und die 8 der Schwerter und auch die 9 der Schwerter sind für mich Zeichen, dass du aussteigen musst, weil du dich in diesem Karussell befindest und da nicht so einfach rauskommst. Du musst dich total ablenken mit irgendwas, was dich auf völlig andere Gedanken bringt. Und dann kannst du die Entscheidung treffen und dann hast du wie hier mit den 2 der Stäbe die Entscheidung in der Hand. Also Unentschlossenheit und ich weiß nicht und hin und her, das ist ja so ein bisschen die Art der Waage, diplomatisch und immer klein beigeben, ist nicht die Lösung. Du musst auf deine Gesundheit achten. Dann haben wir als Ausgang die 3 der Kelche, wir haben die 4 der Münzen und wir haben die 9 der Kelche. So, und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass du wirklich auch mal andere Sachen machen solltest als arbeiten. Dich auch mal selbst verwöhnen solltest oder verwöhnen lassen solltest. Gut, schauen wir jetzt mal 2 der Schwerter. Das war ja diese Sache, die nicht gut war. Wir haben das Ass der Stäbe und wir haben die 8 der Münzen. Du arbeitest möglicherweise mit Leidenschaft auch, aber du solltest daran arbeiten, auch deine Leidenschaft zu leben. Ja? Also nicht nur die Arbeit, sondern Ausgewogenheit. Du bist eine Waage. Du musst zwischen privat und geschäftlich auch einen Ausgleich schaffen. Sonst kommt deine Leidenschaft zu kurz. Wir haben das Gericht. Wir haben die Mäßigkeit. Wir haben den Ritter der Kelche. Da kommt ein liebevolles Angebot, du beurteilst das und ich denke, dass du dem nachgeben solltest. Vielleicht ist deine Familie, dein Partner, deine Partnerin da und sagst, komm, wir machen jetzt mal einen schönen Ausflug oder so. Das bringt dich dann zu den 10 der Kelchen. Du kannst Ballast abwerfen, ob das nervenaufreibend war vorher oder nicht. Mach mit der Königin der Schwerter etwas, was außergewöhnlich ist für dich. Ruh dich aus. Schaffe mal Freiraum für deine Gedanken. Prinz der Stäbe, leidenschaftliche Energie. Da haben wir sie wieder, die 10 der Kelche und die Liebenden. Du musst dein Liebesleben auch genießen können. Ja? Gebe dem nach, mach hier auch mal einen Schnitt, was die Belastungen betrifft. Ja? Kümmere dich um das, was viel mehr wert ist. Denn sonst geht es dir ja verloren, sonst hast du ja gar nichts von deiner Arbeit. Da lebt dann auch wieder die Leidenschaft auf, wieder deine Unentschlossenheit und der Magier. Denk dran, was du denkst, manifestierst du. Und wenn du, ich sag mal, mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen bist und nur ans Geschäft denkst zum Beispiel, das kommt nicht gut. Ja? Du hast die Möglichkeiten zu manifestieren, das, was du willst, was du brauchst, in dein Leben zu holen. Und du hast auch Glück dabei. Ja? Da haben wir die 9 der Münzen und da haben wir die 5 der Stäbe. Das ist eigentlich die Single-Karte, die 9 der Münzen, kann aber auch bedeuten, dass du einfach hier zu sehr mit diesem Geschäft verbunden bist, dass du dich, ich sag mal, als unersetzlich findest. Das ist ja auch nicht die schlechteste Motivation, aber du kämpfst noch mit dir. Wenn du dein Glück vorbeiziehen lassen willst, bitte. Da haben wir sie, die 9 der Münzen. Da haben wir den Gehängten
und die drei der Münzen. Stagnation und drei der Münzen ist Zusammenarbeit. Du kannst auch mal was delegieren, ja? Und du kannst sagen, so, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, um meine Batterien aufzutanken. Das ist notwendig, unbedingt. Was haben wir hier? Erste Orakelkarte, auf die Plätze, fertig, los. Dies ist der perfekte Augenblick, um dich vollkommen deinen Herzenswünschen zu widmen. Ja, also, widme dich deinen Herzenswünschen, damit du auch das Leben genießen kannst. Ja? Nur Arbeit ist ja nicht wirklich Leben. Du arbeitest ja, um zu leben, und du lebst ja nicht, um zu arbeiten. Wir legen noch eine Orakelkarte von den Weisheitskarten der Seele, und ich habe für dich die 44 gezogen, die Stärke. Ich bin gespannt. Die Stärke. Deine wahre Stärke stammt nicht allein aus dir selbst, sondern aus dem festen Vertrauen in eine höhere Macht. Du verfügst jetzt über eine Kraft, mit der du auch die gewaltigsten Aufgaben meistern kannst. Verbinde dich mit der Energie des Universums und habe Teil an ihrem Fluss. Diese Karte sagt dir auch, dass deine Lebensanschauung, dass deine Lebensanschauung jetzt auf die Probe gestellt ist, um zu reifen, und dass deine Beziehungen dabei sind, sich zu vertiefen. Was auch geschehen mag, nichts kann dich von deinem Entwicklungsweg abbringen. Dein Potenzial, dich zu binden, tritt klarer zutage, und du bist in der Lage, die kreative Energie, die dir jetzt gegeben ist, auch zu nutzen. Tauche mutig ein in den Prozess der Selbstwerdung, denn es liegt Magie in der Suche nach der eigenen Form. Wenn du dir bewusst bleibst, woraus wahre Stärke erwächst, nämlich aus der Verbindung des eigenen Bestrebens mit dem Vertrauen in eine höhere Macht, die durch dich wirkt, ist alles möglich. Dir kann jetzt alles gelingen. Also, du solltest Vertrauen in dich selbst haben, in das, was auch wichtig ist, und natürlich auch genießen. Und das ist das Motto dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte dich darauf bringen, liebe Waage. Und bin gespannt auf die Kommentare dazu. Wenn das hilfreich war für dich, dann würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis bald.